Dann beginnen wir eigentlich die Diskussion. Genau. Als junger Partei ist es für uns jetzt gerade, glaube ich, live. Wir starten jetzt die Landeslandtagswahlen und wir haben keine Unterstützung. Wir sind keine junge Partei. Keine finanzielle Unterstützung. Studenten und Berufsleben und keine Spenden, eigentlich keine Steuergelder. Mhm. Nicht mal ein Plakat haben wir. Und bis wir überhaupt zugelassen wurden, haben auch die Partei schon 10 Tage davor angefangen zu plakatieren. Ja. Ja, man ist es benachteiligt, muss man auch verstehen. Ja, die anderen Parteien können es ja nicht für. Mhm. Aber die Frage ist, wie können wir wirklich so damit, wie gehen wir jetzt damit um? Also wie geht ihr damit um? Es ist schon einerseits, man weiß, man hat diesen Glaube, man möchte was verändern. Mhm. Man glaubt daran, dass wir doch uns bemühen sollten. Aber auf der anderen Seite, die Chancen stehen schlecht. Ich denke, unsere Partei wird so lange bestehen, wie diese Krankheiten hier im Hintergrund immer noch auch weiterhin bestehen. Ja. Und das könnte natürlich ein sehr langer Prozess sein, aber wir wollen diesen Prozess ja beschleunigen. Und ich denke, wir stehen einfach nur gerade am Anfang und sind ja im Rennen mit anderen, mit Großkonzernen, ne? Wie Google oder Facebook, die auch da investieren. Und ich habe auch gehört, dass generell viele Milliardäre in die Biogerontologie, also in die Altersforschung investieren, um eben solche Krankheiten besiegen zu können und damit man halt im Alter noch fit bleiben kann und auch im Alter die Lebensqualität quasi eines Mitzwanzigers erfahren kann oder leben kann. Schon, ja. Und darum geht es ja. Und aber ich denke, dass als kleine Partei, das ist wirklich der Staat. Also deswegen ist es noch eine kleine Partei. Ne? Auch, also die Piraten waren auch klein. Also jetzt haben sie, ich weiß nicht, wie viele, 50 Leute auf ihrer Landesliste in NRW jetzt zum Beispiel. Ne? Da wir unser Ziel wirklich so ein großes Ziel ist, ja? Also so ein Paradigmenwechsel, so eine Revolution, so ein Game Changer. Ja, ja? Es fängt klein an. Ja, es fängt klein an, aber solange das nicht erreicht ist, bleiben wir bestehen. Weißt du, viele kleine Parteien, wie jetzt, ich will gar keinen Namen nennen, aber dieses Jahr haben wir ja zum Beispiel in der NRW-Landtagswahl, haben wir auf einmal 31 zugelassene Parteien. Bei der letzten Landtagswahl vor 5 Jahren waren es 17. Ja. Genau. Und es ist schön, dass die Leute sich wieder für Politik interessieren, aber ich denke, wenn es den Leuten dann wieder besser geht, wenn es nicht mehr so trubelig ist, wenn die Flüchtlingskrise, sag ich mal, überwunden ist oder die Leute schlafen wieder ein und dann hören sie auf, sich für Politik zu interessieren. Aber wir bleiben. Ja? Unser Ziel bleibt. Solange nicht jeder Mensch entscheiden kann, wann er stirbt, ja, und nicht durch Krebs oder andere Krankheiten im Grunde genommen aufdiktiert bekommt, wie er zu leben hat, dann so lange bleiben wir halt da. Und ich denke, die anderen kleinen Parteien, viele davon werden sich auch wieder zurückziehen. Ja? Also deswegen, das ist mein Gedanke. Ja. Wie siehst du denn das, Franzi? Du hast das ja gerade auch. Ja, im Moment sind wir auch an einem Punkt. Ich meine, jetzt ist es ja spannend. Ne? Wir sind jetzt 3 Wochen vor der Landtagswahl. Es ist ja wirklich Spannung im Moment. Aber es ist auch Ermüdung. Ne? Man hat so viel gekämpft. Wir waren auf der Straße, wir selber. Ne? Und diese großen Parteien, die haben Leute, die das machen. Ne? Die haben halt diese finanzielle, wie du schon sagst, die Unterstützung. Das macht so, so, so viel aus. Und wir müssen halt wirklich über jeden Einzelnen, der sich nur anmeldet mit uns und dem Thema und überhaupt mit allem auseinandersetzt, müssen wir ja wirklich kämpfen. Ne? Und das ist halt wirklich. Das geht ja jetzt seit Januar und es ist wieder wirklich ein Kampf. Wir haben ja heute schon zusammen, wie oft mussten wir uns treffen aus verschiedenen Städten. Ja, und wir sind keine Vollzeitpolitiker. Wir bekommen kein Geld vom Staat. Fragen, ne? Also wir machen das neben unserem Leben. Safe macht neben seinem Medizinstudium, kurz vor der Doktorarbeit. Ja, also, du hast nächste Woche meine Abiturprüfung. Ja. Ne? Und das sind schon Sachen. Und das ist, glaube ich, so, ich finde das stark. Ich finde das wirklich stark, weil wir sitzen ja trotzdem immer wieder zusammen, ne, und unterhalten uns. Und das ist alles echt schön, aber es ist auch ermüdend. Und ich glaube, sowieso hat ja jeder von uns auch den eigenen Antrieb. Ne? Auch privat gesehen oder auch spirituell, warum auch immer, ne? Erfahrung, was auch immer da zusammenspielt. Aber was ich so wahnsinnig schön finde, dass man schon sieht, wie viel Erfolg wir bereits haben. Und das finde ich wirklich, das ist auch das, warum wir auch weitermachen. Ne? Weil man wirklich sieht, immer mehr Leute kommen darauf, immer mehr Leute geben uns auch dieses Feedback. Und das finde ich wirklich, genau. Und das Leben und von jedem. Wir sprechen die Leute an und wir haben ja auch schon Erfolg dabei. Und das finde ich, das ist so dieses,
diese Bestätigung, die einen weiter und weiter motiviert, dass das alles, was wir hier gerade tun, ja wirklich Sinn und Zweck hat. Und dieses Gefühl eigentlich auch, da in der Landestagssitzung gesessen zu haben, ne? Und einfach jemand gewesen zu sein, einfach den Namen vom Landeswahlleiter aufgerufen bekommen zu haben und ne, man hat dann einfach gehört, ja, das war zugelassen. Wow, so wir haben es geschafft, ne? Wir haben wirklich wochenlang auch hier mit Felix haben wir Unterschriften gesammelt. Mit den Berliner Jungs. Ja, wir haben auch Geld, was für uns ja natürlich viel ist, was aus unseren eigenen Taschen ja auch kommt, haben wir investiert und es hat sich gelohnt. So, und das finde ich, das ist so wahnsinnig. Ne? Also wir sind wirklich, wir sind von da schon bis da gekommen. Ich glaube, das ist auch für die jungen Leute, die uns wahrscheinlich sehen, auch aus der Partei und anderen Landesverbänden. Ich glaube, denen geht es auch wahrscheinlich auch so, weil die neu sind und viele sind gerade jung dabei und möchten was verändern. Im Grunde möchte ich auch dazu sagen, klar, wir sind realistisch, wir haben ein pragmatisches Ziel, wir wollen, okay, ist das möglich? Ja, wir haben diese Krankheiten wie sie und denken langfristig, weil wir, ich glaube, die meisten von uns haben sich ein bisschen mit Wissenschaft auseinandersetzt, also die haben sich schon mit dem Thema, die wissen, wie stark das Potenzial der Wissenschaft ist. Und das ist sozusagen diese Motivation im Hintergrund, die uns antreibt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn Menschen sagen, also das ist eigentlich eher tugendhaft, wenn Menschen sagen, ich engagiere mich jetzt für eine Idee, für ein Ziel oder für eine Bewegung und für eine Partei. Ein Ideal anstreben. Ja. Und das Wichtigste dabei ist nicht unbedingt das Ergebnis, sondern dass man das tugendhaft macht, dass man mit Leidenschaft, mit Seele vollkommen endet. Man tut, was man kann und das, glaube ich, machen wir. Und das sollten auch Leute, es muss nicht unbedingt auch die Gesundheitsforschung sein, es muss auch die Leute, die glauben, wir müssen im Lande was verändern. Oder wenn ihr daran glaubt, wir sind jetzt gerade dabei, wir fühlen, ja klar, es ist, wie du das gesagt hast, manchmal hat man so negative Gefühle, man sagt, okay, aber das ist zu viel gerade, ich kann nicht, man hat wenig Zeit. Aber wenn wir was machen, dann müssen wir es zu Ende bringen. Das ist, glaube ich, wichtig. Das stimmt. Und das stimmt auch. Der Erfolg ist dann eine andere Sache, weil es kommt darauf an, wie man Erfolg halt definiert. Ne? Ob das wirklich ist, dass wir jetzt mit 5% da in den Landtag kommen oder ob der Erfolg überhaupt schon ist, dass wir da überhaupt gelandet sind. Und das muss man sich wirklich in das. Ja. Wir sind ja auch nicht größten wahnsinnig. Oder mir, und ich glaube, es geht fast allen so, aus der Partei oder der ganzen Partei so, da geht es halt darum, einfach den Menschen klar zu machen, wie viel möglich ist. Ne? Also, diesen Glaube daran, diese Hoffnung zu erwecken, ja, dass man wirklich solche Krankheiten besiegen kann. Ja? Also, ich meine. Das ist ja noch nicht mal ein Glaube oder eine Hoffnung. Ist, ja, ich meine, bei Mäusen hat man schon große Erfolge erzielt. Ne? Ja. Jetzt geht es halt darum, das auf den Menschen zu übertragen. Und, Die erste Gehirntransplantation wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten passieren. Ja. Also soweit trauen wir uns zu gehen. Ja. Ja, zu gehen. Ja. Und ich finde es halt ganz, 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 ganz wichtig, dass jedermann sich das auch wirklich leisten kann. Ne? Ja, das ist das große Ding. Unterschieden wird zwischen arm und reich oder hohe Positionen, wo auch immer. Ne, geringe, das ist was absolut Soziales. Gerade diese Hierarchie, dass die dadurch mal ein bisschen gebrochen wird, dass wirklich Gesundheit für jedermann zugänglich ist. Ne? Ja. Dass man da halt wirklich sehen kann, es gibt eine Gleichberechtigung auf Erden. Und Gesundheit ist staatlich oder sollte staatlich sein. Dafür setzen wir uns ein. Ja. Und eben nicht komplett teils privat, teils dann staatlich. Und diese Klassengesellschaft, im Grunde genommen geht es schon auch darum, das aufzubrechen. Natürlich wollen wir nichts irgendwie am Kapitalismus oder so ändern. Oder das ist alles auch ein Innovator und so weiter. Aber das ist halt die Basis. Ne? Und diese Basis sollte jedem zugänglich sein. Das ist unsere Idealvorstellung. Ne? Dass wenn der Staat sich da engagiert, dass jeder auch diese Leistungen bekommt, ne? Medizin bekommt, um auch im Alter noch fit zu sein. Ja. Ich glaube, das ist die beste Politik, also die Partei für Gesundheitsforschung. Also warum ich jetzt davon überzeugt bin. Die Uni fragen mich Leute, und glaubst du daran? Also wird das was? Ja, ich bin nicht verwirrt, auch nicht verwirrt durch die Gegend. Klar, weiß ich, dass die Chancen schlecht sind, aber ich bitte dich, ich bleibe nicht zu Hause. Ja. Und ich versuche es und dann, nachdem ich das versucht habe und gemerkt habe, es hat nicht, dann habe ich gesagt, okay, es hat nicht geklappt, aber das ist verständlich. Resignieren kann ich immer noch. Resignieren kann ich immer noch.
Aber das Wichtigste, was man merkt auf der Politik, ist es nicht so, dass wir die Einzigen sind, die sich für diese Krankheiten interessieren. Klar, ja, das genau. viele, und das ist auch den großen Parteien auch bekannt, dass das Gesundheitssystem Probleme hat. Mhm. Die Frage ist nur, was wir gerade, also was wir so beanstanden sind, ist, wo ist die Ursache? Ja, für die Politik ist die Ursache, indem man sagt, okay, wir machen jetzt die Wartezeiten, müssen wir verändern, die Krankenkassen müssen das irgendwie anders finanzieren. Aber letztendlich, wir haben die Notaufnahmen, genau, wenn die so voll sind, du bist ja Krankenschwester, du hast es ja, die Notaufnahmen, wenn die voll sind, ja, und die werden so oft blockiert. Es liegt daran, dass die meisten Menschen zum Beispiel die richtige Notnummer 116 oder 117 nicht kennen. Und das ist eigentlich für die Notärzte, damit der Platz frei wird für die richtigen Kranken, also Herzinfarkt und so weiter, und nicht mit dem Schnupfen direkt in die Notaufnahme. Das war einerseits. Andererseits, wenn wir die Krankheiten beseitigen, wenn wir genau an der Ursache arbeiten, entlassen wir das Gesundheitssystem. Genau. Ja. 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 Wir wollen an der Wurzel anfangen. Genau. Das, genau. Das haben wir auch schon mal im Video gesagt. Mehr Informationen unter www.parteifuergesundheitsforschung.de